Meine Damen und Herren, wir kommen zum voraussichtlich letzten Tagesordnungspunkt des heutigen Tages. Es ist der Tagesordnungspunkt 13, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung. Drucksachen 19/6681 aus 19 zu 19/6296 aus 19. Und ich bitte als Erstes Herrn Kaufmann um Berichte. Oh, ich sehe, Frau Müller kommt als Berichterstatterin. Bitte. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNISSES 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Frau Müller, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Dr. Arnold gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute in zweiter Lesung den Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Bildung eines Sondervermögens für die Wohnraumförderung und die Errichtung einer neuen Universitätsbibliothek in Frankfurt. Wir haben am 13. Juni eine sehr lebhafte Anhörung mit auch zum Teil kontroversen Diskussionen zu diesem Gesetzentwurf erlebt, aber gleichwohl sehen beide Regierungsfraktionen keinen Anlass zu einer Änderung dieses Gesetzentwurfs. Durch den Verkauf des ehemaligen Polizeipräsidiums in Frankfurt stehen rund 210 Millionen € zur Verfügung. Die Regierungsfraktionen haben beschlossen, diese Einnahmen zeitnah und zielgerecht jetzt entsprechend einzusetzen. Rund die Hälfte der Summe soll dem wichtigen Ziel, bezahlbaren Wohnraum in Frankfurt zu schaffen, dienen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und das wird Frau Kollegin Förster-Heldmann noch ein Stückchen intensiver ausführen. Die andere Hälfte der Einnahmen soll in den Neubau der Universitätsbibliothek im Quartier Westend der Goethe-Universität erfolgen. Auch das ist ein letztes Puzzle einer großen Investition für diesen Universitätsstandort. Während der genannten Anhörung gab es zahlreiche klare Zustimmung zu diesen Zielen des geplanten Sondervermögens. Allerdings von der SPD-Fraktion gab es während der Anhörung und dann auch in einer Pressemitteilung die Kritik, dass der vorgesehene Weg durch ein Gesetz, ein Sondervermögen aus den Einnahmen des Verkaufs einzurichten, gegen das Haushaltsrecht verstoßen würde. Diese Ansicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird von den Regierungsfraktionen ausdrücklich nicht geteilt. Die gelebte Staatspraxis zeigt, dass gerade auch auf der Bundesebene mehrfach Sondervermögen durch Gesetz errichtet wurde, bei dem es sich bei den Einnahmen dieses Sondervermögens um zusätzliche Einnahmen handelte, die bislang nicht im laufenden Bundeshaushalt veranschlagt waren oder in der Finanzplanung des Bundes berücksichtigt waren. Konkret ist dies der Gesetzentwurf des Bundestages, Drucksache 19/3053, Entwurf eines Gesetzes zur Einrichtung eines Sondervermögens Energie- und Klimafonds, sehr ähnlich, weil dort zunächst nicht spezifizierbare Einnahmen aus der Versteigerung von Emissionszertifikaten dann dieses Sondervermögen speiste. Ein weiteres Beispiel ist der Gesetzentwurf des Bundestages zur Errichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe, Drucksache 19/14078. Es trifft sicherlich zu, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich glaube, nach der Diskussion der Anhörung ist es wichtig, dazu klare Ausführungen auch zu machen. Es trifft sicherlich zu, dass Artikel 139 Absatz 2 Satz 1 der Hessischen Verfassung eindeutig bestimmt, dass alle Einnahmen und Ausgaben des Landes Hessen für jedes Rechnungsjahr veranschlagt und auf den Haushaltsplan gebracht werden müssen. Diese Vorschrift sichert zusammen mit Artikel 139 Absatz 1 der Verfassung die Budgethoheit des Parlaments im Hinblick auf die Einheitlichkeit und Vollständigkeit des Haushalts.
Von diesem Grundsatz allerdings sind in der Hessischen Verfassung auch Ausnahmen zugelassen. Dies betrifft z.B. Leistungsgesetze des Parlaments nach Art. 142 der Verfassung oder auch Haushaltsüberschreitungen nach Art. 143. Ausnahmen sind ferner anerkannt für Sondervermögen. Dies entspricht, wie aufgezeigt, der geltenden Staatspraxis in der Bundesrepublik, ebenso wie den Vorgaben des Grundgesetzes, Art. 110 Abs. 1 des Grundgesetzes und des Haushaltsgrundgesetzes des Bundes, dort in § 18 und auch in der Haushaltsordnung unseres Landes Hessen in § 26 Abs. 2. Allerdings ist zur Errichtung eines Sondervermögens immer ein förmliches Gesetz erforderlich. Während beim Haushaltsgesetz, das ist auch wichtig in diesem Zusammenhang, das Gesetzesinitiativrecht ausschließlich bei der Landesregierung liegt, und das gilt natürlich auch für einen eventuellen Nachtragshaushalt, gilt eine solche Beschränkung für Leistungsgesetze oder für die Errichtung von Sondervermögen nicht. Das heißt, der Landtag ist jederzeit berechtigt, einen solchen Gesetzentwurf einzubringen und zu beschließen, sofern die entsprechende finanzielle Deckung gemäß Art. 142 gegeben ist. Jetzt zu dem heute hier diskutierten Vorgang und dem Gesetzentwurf. Es ist wichtig, dass der Doppelhaushalt 2018-2019 am 31. Januar 2018 in dritter Lesung verabschiedet wurde. Erst anderthalb Monate später, konkret am 14. März 2018, wurde im Haushaltsausschuss dem Verkauf des Polizeipräsidiums Frankfurt zugestimmt mit der Bekanntgabe der genauen Verkaufssumme. Damit möchte ich herausstreichen, dass eben nicht klar war bei der Konzipierung des Doppelhaushaltes, wie die Verkaufserlöse dort im Einzelnen zu sehen waren. Ohne diese jetzige Gesetzesinitiative des Landtags und ohne einen Nachtragshaushalt 2018 wäre der Verkaufserlös durch den Verkauf des Polizeipräsidiums bei Kapitel 1701 13102 vereinnahmt worden und nach dem zugehörigen Haushaltsvermerk der Finanzierung des Zukunftsfonds zugeführt worden. Genau das wollen die beiden Regierungsfraktionen nicht haben. Wir wollen, dass dieser Verkaufserlös spezialgesetzlich ausdrücklich in ein Sondervermögen einfließt. Das ist Ziel dieses Gesetzentwurfs, meine Damen und Herren. Bei diesem Ziel, mindestens die Hälfte des Veräußerungserlöses für das Polizeipräsidium Frankfurt für kurzfristige Maßnahmen, die dringend erforderlich sind, zur Behebung der Wohnungsnot im Raum Frankfurt einzusetzen, erschien deshalb den beiden Fraktionen als einzige Möglichkeit des Landtags, aus eigener Initiative dieses Ziel entsprechend umzusetzen, um hier für eine vorrangige politische Aufgabe entsprechende Mittel einsetzen zu können, ein Sondervermögen einzurichten. Die mehrfach auch in der Anhörung genannte Alternative, entsprechende Ermächtigungen der Landesregierung durch einen Nachtragshaushalt zu schaffen, scheitert an der fehlenden Budgetinitiativrecht des Parlaments. Das ist ausschließlich bei der Landesregierung. Aber, Herr Kollege Schmidt, eine Einschränkung des Landtags in diesem Zusammenhang, hier tätig zu werden, widerspricht nach unserer festen Überzeugung der starken Stellung, die dem Hessischen Landtag in der Hessischen Verfassung eingeräumt wird. Das sind der Art. 116 folgende und auch Art. 139 Abs. 1. Dazu gehört ganz eindeutig, zwingend, die ausdrückliche Befugnis des Landtags zu einem jederzeitigen Beschluss von Leistungsgesetzen nach Art. 142, natürlich mit einem Deckungsvorschlag. Diese damit verbundenen Mehrausgaben müssen nicht vorab im laufenden Haushalt veranschlagt werden. Und es ist daher kein Grund erkennbar, warum der Landtag außerhalb eines verabschiedeten Haushaltes zwar Leistungsgesetze beschließen darf, nicht jedoch auch Gesetze für ein Sondervermögen mit Deckung entsprechend einzurichten. Beide Gesetzesinitiativen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Leistungsgesetz bzw. Sondervermögen mit jeweiliger Deckung, werden die Einheitlichkeit und Vollständigkeit zunächst des laufenden
Haushaltes gleichermaßen einschränken. Dies aber, und das ist der Punkt, den wir hier machen wollen, noch einmal eindeutig, ausdrücklich zugunsten der allgemeinen Gesetzgebungshoheit des Landtags. Der Kreis schließt sich aber, liebe Freunde, weil nach Haushaltsrecht wiederum mit dem nächsten regulären Haushalt der Wirtschaftsplan des Sondervermögens, wie in § 26 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung klar vorgegeben, dem Haushalt als Anlage beigeführt wird und dadurch Einheitlichkeit und Vollständigkeit des Haushaltes wieder völlig hergestellt ist. Ich habe zugegebenermaßen jetzt ein bisschen trocken, aber ich hoffe klar, unsere Auffassung noch einmal deutlich gemacht. Wir sehen unseren Gesetzentwurf deswegen uneingeschränkt als rechtskonform, sowohl im Sinne der Verfassung als auch des Haushaltsrechts, und bitten daher um Zustimmung. Herzlichen Dank. Danke, Herr Dr. Arnold. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Schmidt zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Sondervermögen Universitätsbibliothek und Wohnraumförderung wird rechtswidrig am Haushalt vorbei gebildet. Mich hat es ja schon amüsiert, wie der Nichtjurist Dr. Arnold hier doch verwegene juristische Konstruktionen vorgetragen hat. Kämen wir mal zu denen vielleicht zurück, die sich ein bisschen besser auskennen. Ich zitiere aus der Stellungnahme des Rechnungshofs, der festgestellt hat, dass, ich zitiere, ich will das hier auch dann noch einmal vorlesen, nach den Prinzipien von Einheit und Vollständigkeit des Haushaltes, vergleiche § 11 Haushaltsordnung, sind alle Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan zu veranschlagen. Einnahmen- und Ausgabenkreisläufe außerhalb des Budgets sind prinzipiell unzulässig. Zitiert wird hier auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und dann heißt es weiter, grundsätzlich sind Zuführungen zu einem Sondervermögen im Haushaltsplan zu veranschlagen, § 26 Absatz 2 Satz 1 LHO. Eine Zuführung von Mitteln an ein Sondervermögen außerhalb des Haushaltsplans ist im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Meine Damen und Herren, Zitat Ende, jawohl, richtig. Und es gab dann Nachfragen von verschiedenen Personen in der öffentlichen Anhörung. Deswegen kann man daraus auch zitieren. Und der Vertreter des Rechnungshofs, Dr. Novak, hat dann auch ausgeführt, und Herr Arnold, Sie haben recht, er hat in der Tat auf Artikel 139 Absatz 2 der Hessischen Verfassung verwiesen, in der es heißt, alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Rechnungsjahr veranschlagt und auf dem Haushaltsplan gebracht werden. Und dann sagte Dr. Arnold, das war für uns die Maßgabe, zu sagen, der richtige Weg wäre, es in einem Nachtragshaushalt zu veranschlagen und im Haushalt zu vereinnahmen. Meine Damen und Herren, dem stimmen wir vollumfänglich zu. Und Dr. Arnold, wenn man so lange ausführt hier und die Rede so lange sozusagen dafür verwendet, diese juristische Frage zu klären, dann wird man nachdenklich, dann sieht man, da ist ein Problem, meine Damen und Herren. Man will etwas aktenkundig machen. Man will eine andere Rechtsauffassung aktenkundig machen, wie gesagt, von Nichtjuristen. Ich halte das sehr, sehr schlüssig, was der Rechnungshof vorgetragen hat. Deswegen sage ich auch für uns, ein verfassungswidriges Gesetz, meine Damen und Herren, wird die SPD jedenfalls nicht zustimmen. Das ist auch unsere grundsätzliche Haltung. Und das Schöne ist ja, es hat ja alles eine Vorgeschichte. Es hätte ja einen Weg gegeben. Die SPD hatte beantragt Einnahmen, allerdings 80 Millionen Euro nur, weil wir wollten ja in der Tat haben, dass das Polizeipräsidium zu einem Preis verkauft werden wird, dass man da auch sozusagen preiswerten Wohnungen schaffen kann und nicht zu einem Preis, wo sichergestellt ist, an dieser Stelle jedenfalls wird es sozusagen keine preiswerten Wohnungen geben, wenn er sozusagen die Stadt Frankfurt versucht hat zu intervenieren, aber das nur im kleinen Rahmen.
Herr Josef hat ja in der öffentlichen Anhörung auch vorgetragen, Sie haben ganz andere Vorstellungen gehabt, wie man an dieser Stelle auch bebauen soll. Also, Vorgeschichte war, die SPD hat beantragt, Geld in den Haushalt einzustellen, einen Einnahmetitel zu schaffen. Den haben Sie und insbesondere dieser Finanzminister in ziemlich hochnäsiger Weise zurückgewiesen. Und den Schlamassel und die juristischen Auseinandersetzungen, mit denen Sie jetzt zu tun haben, haben Sie einmal wieder selbst geschaffen, meine Damen und Herren. Und Sie sind ja nicht einmal in der Lage, Probleme, die Sie selbst geschaffen haben, zu lösen. Das ist Ihr Problem an dieser Stelle. Und ich will zudem noch einmal auf den Inhalt eingehen. Das war ja, ich werde mir kurz gekommen, aber da will ich trotzdem noch einmal darauf eingehen, meine Damen und Herren. Auch die inhaltliche Gestaltung wird erheblich kritisiert, ist übrigens auch vom Rechnungshof kritisiert worden, dass Mittel sozusagen jetzt eingenommen aus dem Verkauf von Grundstücken, zum Beispiel für das Universitätsbibliothek der Wolfgang-Goethe-Universität, zweckwidrig verwendet werden. Sie haben gesagt, da steht eigentlich kein sinnvoller Zusammenhang, da steht kein vernünftiger Grund, so hat der Rechnungshof argumentiert, diese Mittel darüber zu schieben. Auch das ist unsere Auffassung. Und alle aus der Wohnungswirtschaft haben vorgetragen, eigentlich müssten die gesamten Mittel, also die 210 Millionen Euro, für den Wohnungsbau verwendet werden. Und es kann ja sein, dass man, was normalerweise aus dem Haushalt zu finanzieren ist, nicht normalerweise, streichen Sie es, was aus den Haushaltsmitteln zu finanzieren ist, nämlich sozusagen die Frage der Universitätsbibliothek der Wolfgang-Goethe-Universität, dass Sie das jetzt in ein Sondervermögen zweckwidrigerweise reinstellen. Das ist ein durchsichtig, ich klar, das war eine Auseinandersetzung bei Schwarz-Grün. Es war eine Auseinandersetzung. Die CDU hat gesagt, ja, da wollen wir auch, wenn jetzt schon Geld darüber fließt zu Priska Hinz, dann wollen wir auch unseren Anteil haben. Und dann hat der Wissenschaftsminister gesagt, dann muss ich die Hälfte auch für mich haben. Und deswegen ist das reingekommen. Das war ein schwarz-grüner Kompromiss, ein schwarz-grüner Deal, meine Damen und Herren. Und den sollen wir jetzt nachvollziehen. Der sachwidrig ist. Klar, weil Sie lachen, völlig klar. An dieser Stelle, Herr Al-Wazir, hier wieder mal erwischt. An dieser Stelle, völlig klar. Wieder mal erwischt. Wieder mal erwischt. Also auch unsere Position. Es müsste, was die Vertreter der Wohnungswirtschaft zu Ausdruck gebracht haben, es müssten die Mittel für den Wohnungsbau eingesetzt werden. Und meine Damen und Herren, es ist ja schon, sagen wir, neue Frankfurter Schule, aber ohne Dialektik. Wenn man überlegt, dann verkaufen Sie ein Grundstück, geben dann 60 Millionen für hohes Geld, geben dann 60 Millionen Euro aus und sagen, bitte Wohnungswirtschaft, bau irgendwo in Frankfurt bezahlbarer Wohnraum. Das ist schon interessant. Also, es gibt ein Grundstück, und immer hat die Landesregierung gesagt, es sei keine Frage des Geldes in den letzten Monaten. Die haben gesagt, ach, genug Geld, wir stellen ja genug Geld zur Verfügung. Es sei eine Frage, dass wir keine Grundstücke haben, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle hätte man noch Grundstücke gehabt. Das war ja genau die Vorgabe, meine Damen und Herren. Deswegen ist das schon eine ziemlich hohe Dialektik, zu sagen, wir verkaufen ein Grundstück, wo wir haben, für hohes Geld, da wenig sozialer Wohnungsbau, und an anderer Stelle sollen wir schaffen. Meine Damen und Herren, da lohnt es sich natürlich zu demonstrieren. Die Probleme auch an dieser Stelle haben Sie sich selbst geschaffen. Und Ihre Demonstration, Herr Banzer und andere, das ist an Peinlichkeit sozusagen nicht zu hintertreiben. Sie werden die Quittung an diese Frage der Auseinandersetzung, dass bestimmte Leute Wohnungsbau verhindern wollen für bezahlbare Preise, meine Damen und Herren, das wird zu einer zentralen Auseinandersetzung mit Ihnen, weil dieser Egoismus in der Gesellschaft, meine Damen und Herren, den können wir gerade gar nicht gebrauchen. Also diese auch neue Dialektik oder ohne Dialektik der neuen Frankfurter Schule an dieser Stelle von Schwarz-Grün werden wir nicht mittragen. Wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt diese Gesetzesvorlage, das Sondervermögen, das sich aufgrund des Verkaufs des Polizeipräsidiums in Frankfurt bilden lässt.
Die erste Feststellung, die wir hier treffen müssen, und die finde ich auch alle mal, auch vielleicht Herr Schmidt, wenn er denn möchte, mal verstehen sollte, ist, der Erlös ermöglicht so viel Wohnungsbau, auch Sozialungswohnungsbau, wie es auf diesem Grundstück nie möglich gewesen wäre. So, und dann möchte ich noch einmal darauf eingehen, was der Inhalt des Gesetzes ist. Es ist ja eben auch so ein bisschen vorgetragen worden und auf eine, wie ich finde, doch sehr kreative Art und Weise verschiedene Fakten zusammengesetzt, sodass doch eine ganz eigene Geschichte entstanden ist. Und ich möchte jetzt noch einmal auf die Fakten zurückkommen. Wir sprechen von den 105 Millionen € für die Bibliothek. Ja, es ist richtig, dass in der Anhörung einige gesagt hätten, es wäre schön, wenn wir das ganze Geld für Wohnungsbau hätten. Ich habe aber da keine Einlassungen von der Stadt Frankfurt gehört. Und ich glaube, die sind ganz still und ganz freundlich und ganz freudig darüber, dass sie möglicherweise diese Unibibliothek bekommen. Jetzt gehen wir aber einmal weiter zu den Jetzt gehen wir mal weiter zu den 60 Millionen €, die für den Erwerb von Grundstücken möglich sein werden. Und da geht es ja auch um die Forderung, die Haus und Grund, die die Wohnungswirtschaft und all die Verbände haben, nämlich Bauland zur Verfügung zu stellen. Und im Zusammenhang mit dem Masterplan können wir auch da erkennen, die Landesregierung nimmt ihre Verpflichtung und ihre Ankündigung wahr und setzt Geld ein, um Grundstücke zu erwerben. Des Weiteren gibt es 35 Millionen € für nachhaltige Entwicklung und innovationsorientierten und sozialen Quartieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch das haben wir ja schon zumindest in großer Mehrheit gemeinsam feststellen können, dass es nicht nur darauf ankommt, zu bauen, zu bauen, zu bauen, sondern aus den Lehren der vergangenen Jahrzehnte zu lernen und neue Quartiere zu entwickeln und die auch innovativ zu entwickeln. Und genau dafür ist auch dieses Geld nötig und wird dafür verwendet. Mit bis zu 5 Millionen € wird der Erwerb von weiteren Belegungsrechten ermöglicht. Auch das ist eine zentrale Forderung von verschiedenen Verbänden aus der Wohnungswirtschaft bis hin zu Haus und Grund. Und wir haben 500.000 €, die Menschen ermöglicht, Genossenschaftsanteile zu erhalten, die per se jetzt nicht dazu die finanziellen Mittel haben, also eine Unterstützung, um genossenschaftliches Wohnen zu ermöglichen, und zwar in die Breite der Gesellschaft, nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Und jetzt komme ich zu dem möglicherweise fast kleinsten Teil, nein, dem zweitkleinsten Teil, aber für mich eine ganz zentrale Stelle, nämlich die Einrichtung von einem Betrieb, einer landesweit tätigen Beratungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen. Ich glaube, hier haben wir eine Verankerung für die neuen Anforderungen, was die Wohnungspolitik hat. Wir ermöglichen hier den verschiedensten Menschen aus Stadt und Land gleichermaßen, sich Expertise einzuholen und auch Beratung einzuholen. Wie können wir genossenschaftliches, andere Wohnstrukturen, wie können wir an unsere Bedarfe angepasst Wohnen umsetzen? Und wenn man sich das alles betrachtet, finde ich, muss man mal in die Abwägung gehen. Also, Sondervermögen oder Nachtrag, finde ich, ist eine marginale Frage. Ich finde aber, dass eine zentrale Frage ist, die wir uns heute und hier stellen. Verwenden wir eben den Verkauf dieses Polizeipräsidiums für die Weiterentwicklung des Ballungsraums Frankfurt, ja oder nein? Und dafür bitte ich um Ihre Stimme. Zu einer Kurzintervention hat der Abg. Schmidt das Wort. Ja,
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hätte auf die Kurzintervention ja verzichten können, wenn die Kollegin damit den ersten Satz begonnen hat, sie will zu den Fakten kommen, und als nächsten Satz dann gesagt hat, dass die Stadt Frankfurt nicht protestiert hätte oder nichts dazu gesagt hat, dass die Mittel zur Unibibliothek führen. Ich zitiere aus öffentlicher Sitzung auf Seite 7 des Protokolls, wo der zuständige Vertreter der Stadt Frankfurt, der Herr Josef, gesucht hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war auch einmal geplant, die Universitätsbibliothek aus dem Haushalt der Landesregierung zu finanzieren, zumal es nach meiner Auffassung aktuell nicht die vordergründigste Problematik der Universität ist, die Universitätsbibliothek von Bockenheim auf den Campus Westend zu verlagern, beim denkmalgeschützten Kramerbau in Bockenheim, bei dem die Nachnutzung mit dem Kellergewölbe, melden Sie sich doch einfach zu Wort, Kellergewölbe ungeheuer schwierig wird und die Fachbereichsbibliotheken auf dem Campus West ohnehin sehr gut ausgestattet sind. Dies wäre also mein erster Wunsch, dass das komplette Geld auch entsprechend zweckgebunden für den Wohnungsbau und den Ankauf von Grundstücken und Flächen genutzt worden wäre. Meine Damen und Herren, das sind die Fakten. Die Kollegin kann jetzt widersprechen, dass ich das erfunden habe oder so. Aber die Behauptung, die Stadt Frankfurt hätte nicht gesagt, dass das nicht verwandt werden soll, der Mittel der Universitätsbildung, ist einfach falsch. Ich verzichte auf eine weitere Kommentierung. Aber kommen Sie mal endlich zu den Fakten zurück, meine Damen und Herren. Herr Nächste Wortmeldung hat der Kollege Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich die sehr wohl bereitete Rede des Kollegen Dr. Arnold hören durfte, war mir die Zielsetzung klar. Diese Rede galt nicht uns, seinen Kollegen hier im Hessischen Landtag. Wir waren nur das Beiwerk, damit nunmehr die Rechtsmeinung, die die CDU und die GRÜNEN hier im Hause haben, im Protokoll des Hessischen Landtags steht. Um die Idee dabei zu haben, ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, aber ich habe die auch schon gehört, die Idee habe ich wohl richtig erraten. Mein Kommilitone hat es ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt. Um bei einer etwaigen Auseinandersetzung vor dem Staatsgerichtshof sagen zu können, das Gesetz ist deshalb verfassungsgemäß, weil die Rechtsauffassung der Mehrheit des Landtages es so sieht. Liebe Freunde der CDU und der GRÜNEN, das hat mit Rechtsstaat nichts zu tun, aber auch gar nichts zu tun. Ich bin überrascht darüber, dass die GRÜNEN, die ansonsten immer meinen, sie müssten den Rechtsstaat in irgendeiner Weise hochhängen, das mit sich machen lassen. Natürlich gibt es den Willen des Gesetzgebers. Das ist ein Auslegungsmerkmal, z.B. für den Staatsgerichtshof. Nur, liebe Freunde, wir haben es doch bei einer der letzten Sitzungen gemeinsam geübt, wo man es anwenden kann, nämlich wenn man inhaltlich als Gesetzgeber etwas will, dass die Verwaltung sich so und so benimmt, dann sagt man das hier ins Protokoll herein. Das nennt man dann den Willen des Gesetzgebers. Also, ob sich die Verwaltung damit auseinandersetzt, und wir haben es doch bei den Straßenbeiträgen gehabt, da ist doch genau das passiert, was einige hier prognostiziert haben, unter anderem auch der Kollege Bauer und ich. Wir müssen genau hier sagen, was wir wollen. Wir müssen genau sagen, eine Straßenbeitragspflicht gibt es nicht, auch wenn es finanzielle Probleme in der Kommune gibt. Das wird entkoppelt. Das kann der Gesetzgeber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er kann aber nicht, der kann wegen mir auch Recht auslegen. Er hat nur einen großen Irrtum, und dem bist du, mein lieber Freund Walter, unterlegen, dass man, wenn man das hier einmal vorträgt, der Meinung ist, der Staatsgerichtshof müsse das übernehmen. Nein. Der wird sich selbst eine Meinung bilden, und die kann ganz anders sein als die der Mehrheit. Also deshalb, der ganze Vortrag war eigentlich sehr mühselig für uns, für den Vortragenden erkennbar auch.
Er war politisch nach meiner Auffassung nicht klug, aber er hat rechtlich keinerlei Auswirkungen, Gott sei Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde hier vorgetragen, es gäbe ja keine anderen Modelle. Also, ich bin das ja gewohnt, bin ja ergraut in diesem Hause. Aber dass man so überhaupt nicht darauf eingeht, was andere sagen, das überrascht mich schon. Also, man kann ja sagen, die Idee, die der Kollege Lenders für die FDP-Fraktion in der Aprilsitzung hier vorgetragen hat, ist falsch. Da stehen wir dazu. Das kann man sagen. Also, wir sind der Auffassung, es ist richtig. Aber wir haben ein anderes Modell vorgetragen. Nur, Sie sind diesen Weg nicht gegangen, weil er Ihnen zu mühselig ist und weil er nicht mehr vor dem 28. Oktober optisch umsetzbar ist. Das war der Grund, warum Sie den Weg nicht gegangen sind. Wir haben ja eine vom Rechnungshof jedes Jahr bestätigte, ich nenne das jetzt einmal bewusst, Schatulle für solche Beträge, nämlich im Rahmen der Wohnraumförderung, im Rahmen des Wohnraumförderungsgesetzes. Da gibt es so etwas. Und alles das, was Herr Kollege Dr. Arnold, Sie inhaltlich gesagt haben, was gemacht werden muss, also von Stärkung bezahlbaren Wohnraum bis hin zu Genossenschaftsanteilen, die Frau Kollegin hat davon gesprochen, alles das geht über das Gesetz der Wohnraumförderung. Nur man kann es halt nicht mehr bis zum 28. Oktober optischen Bilder umsetzen. Und deshalb wird dieser verrückte Weg hier gegangen, der in unseren Augen falsch ist. Und dann komme ich auch schon zum Schluss. Ich war dabei. 1999 hat der damalige Finanzminister in den Vorbereitungen für den Haushaltsplan 2000 gesagt, wir müssen das in den Haushalt hereinnehmen, weil das begleitet uns ja dieses Objekt schon lange, fast 20 Jahre. Das Neue wurde eingeweiht, gerade nach dem Wechsel von Eichel zu Roland Koch als Ministerpräsident, also 1999. So, da war natürlich klar gewesen, dass dieses Grundstück weg soll, muss. Und da hat Karl-Heinz Weimar den klugen Vorschlag unterbreitet, ein CDU-Mann, damit Sie das alle noch so in Erinnerung haben, weil manchmal habe ich die Idee, dass sich da einiges doch verändert hat, dass es eine Einnahmeposition geben muss im Haushalt und dass diese Einnahmen die Gegenposition sind zu den Kosten für den Neubau des PP. Also zum ganz Einfachen. Die Regierung 1999 bis 2003, die absolute Regierung Roland Koch, CDU, bis 2006, sind immer davon ausgegangen, dass die Kohle, die das Land Hessen einmal mit dem Verkauf dieses Grundstückes einnimmt, dafür genutzt wird, um die Schulden abzuzahlen, die man für den Neubau des PP erwirtschaftet hat. Das war der tiefere Sinn davon. Ja, es war so, wie gesagt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das nennt man, ja, ich will jetzt nicht gerügt werden, das nennt man jedenfalls nicht nachhaltige Haushaltspolitik. Das war jetzt, glaube ich, klug, oder? Nicht nachhaltige Haushaltspolitik. Also zunächst baut man ein Haus, das war notwendig, mich nicht falsch verstehen. Das war eine richtig kluge Entscheidung, die damals Hans Eichel und Gerhard Bögl und andere getroffen haben. Ohne Frage. Man sagt, wenn die da raus sind, die Polizisten, dann verkaufen wir das und dann nehmen wir den Erlös, um damit jedenfalls Teile der Neubaukosten zu finanzieren. Das ist irgendwie nachhaltig. So, jetzt wurde das alles finanziert aus Schulden. Wie denn sonst? Und jetzt ist das Geld gekommen und jetzt will man da Wahlkampftranchen draus schneiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich darüber, dass wir uns einig sind, dass wir dem hessischen Volke vorschlagen, dass es nachhaltige Haushaltspolitik geben soll und dass das in die Verfassung hereinkommt. Das ist kein Beispiel von nachhaltiger Haushaltspolitik, sondern das ist das nochmalige Ausgeben von Geld, was man schon ausgegeben hat, damit man in Frankfurt am Main und in der Umgebung, wir haben das ja eben fast schon tränenreich von der Kollegin der GRÜNEN gehört, gute Sachen gemacht werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unseren Augen wäre die gute Sache gewesen, man nimmt die Hälfte des Erlöses und macht ihn in die Schatulle Wohnraumförderungsgesetz, und die andere Hälfte nimmt man zum zusätzlichen Abbau von Schulden. Das wäre nachhaltig, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen.
Zu einer Kurzintervention hat der Abg. Kaufmann das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was der Kollege Hahn uns eben gerade weismachen wollte, ist leider zu größten Teilen völlig falsch, Herr Kollege. Mal abgesehen davon, dass Sie in den Daten ein bisschen etwas verschoben haben bezüglich der Fertigstellung des Polizeipräsidiums des Neuen. Sie haben wohl völlig vergessen, dass unter der Regierung Koch, und das hat die Seite des Hauses damals insgesamt sehr kritisiert, Verkäufe getätigt wurden von Landesliegenschaften. Und dabei war das neue Polizeipräsidium Frankfurt auch dabei. Und zu diesem Zeitpunkt hätten Sie intervenieren müssen mit dem Punkt, wir haben auf Kredit gebaut, jetzt verkaufen wir, und dann hätte man den Kredit mit dem Verkaufserlös anteilig zurückführen müssen. Das, was Sie behaupten wollen, insinuieren wollen uns, dass heute dieses Geld sozusagen zur Schuldentilgung für den Verkauf, für das Polizeipräsidium am Alleenring in Frankfurt hätte genommen werden müssen, ist schlicht falsch und entspricht nicht den Tatsachen. Das Polizeipräsidium in Frankfurt war längst verkauft im Rahmen der Aktionen Leo 1, 2, 3 oder wie immer die heißen. Deswegen sollten Sie Ihre Argumentation doch gerne noch einmal überprüfen und hier nicht Bilder stellen, die überhaupt nicht zutreffend sind. Zur Antwort, Herr Kollege Hahn. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will ja die anbahnende Freundschaft zwischen Van Kaufmann und mir nicht zu sehr belasten, aber ist das offenbäscherisch oder wie? Oder einfach nur wenig benehmen? Lachen ist erlaubt, bitte. Das Letztere. Also, wenn man, Sie machen einen Witz und ich lache, dann sind Sie beleidigt. Bitte schön. Ich bin nicht beleidigt, aber Sie können, was Sie jetzt wieder machen, zeigt, es ist Ihnen schnutzegal, was in der Geschäftsordnung steht. Es ist Ihnen schnutzegal. Tarek Al-Wazir darf alles. Tarek Al-Wazir darf alles. Meine Damen und Herren, in der Geschäftsordnung steht so, nicht. Jetzt wieder zurück. Herr Hahn, ich habe das Wort. Ja. Sie haben das Wort. Ja, oh, ich habe das Wort. Ja. Sorry. In der Geschäftsordnung steht nicht drin, dass nicht einer lachen darf. Okay? Danke, bitte schön. Aber danach kam noch was. Wir machen es aber jetzt nicht weiter. Es gibt ja auch keinen Sinn. Darf ich jetzt, Herr Kollege Kaufmann, zwei Sachen zu Ihnen sagen? Das Erste ist, ich finde schon eine Kleinkrämerseele, wenn man mir jetzt vorwirft, dass ich 1999 und 2002 verwechselt habe. Ich entschuldige mich aber ausdrücklich bei Ihnen, aber es waren genau dieselben Vorgänge. Dann waren Sie halt nur zwei, drei Jahre später. Es ist unter Rot-Grün begonnen worden. Es ist von Roland Koch eingeweiht worden, an den Ministerpräsidenten. Und wenn da noch zwischen zwei Jahre dazwischen waren, bitte ich um Entschuldigung, ist eine Kleinkrämerseele, hat mit der Sache an sich wenig zu tun. Zweite Bemerkung. Wieso sagen Sie eigentlich nichts zu der Verfassungswidrigkeit? Wieso drückt sich die Scheinrechtsstaatspartei der GRÜNEN, dazu auch nur ansatzweise etwas zu sagen? Weil Sie wissen, dass Sie Unrecht haben. Und weil Sie wissen, dass Sie da keinen Stand hier haben. Und die dritte Bemerkung, ja, der Landesrechnungshof gibt eine Ansage. Sie verteidigen sonst den Landesrechnungshof immer, und ich kann mich daran erinnern, bei der Hessischen Verfassung waren auch Sie sofort, so wie ich auch, dafür, dass wir diesen weiter unterstützen. Aber dass Sie jetzt mit keinem Wort darauf eingehen, sondern sich bei der Jahreszahl 99 und 2002 bewegen lassen, das ist natürlich schon ein Ding. Leo ist zwar ein Verkauf, aber das hat doch nichts mit der Tatsache zu tun, dass diese Einnahme dann trotzdem dazu hätte gebraucht werden müssen, damit die Schulden gesenkt werden, die gemacht worden sind. Den Leo haben wir vorher schon diskutiert, heute nicht, aber vor zwei, drei Sitzungen. Und da haben wir schon ganz andere Gesetze gesagt. Deshalb, Herr Kaufmann, Sie, Taco, ist es. Herr Dr. Vielen Dank. Hahn, die Redezeit ist vorbei. Danke schön. So, ich habe noch eine Wortmeldung vorliegen, Frau Kollegin Wiesner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Anfang März verkündete die Landesregierung, dass das 15.000 Quadratmeter große Gelände um das Polizeipräsidium in Frankfurt in der Frankfurter Innenstadt höchstbietend für 212,5 Millionen €
an einen privaten Investor verkauft werde. Zur Erinnerung, über 15 Jahre lang stand das ehemalige Polizeipräsidium leer und ist vor sich hin verfallen, wohlgemerkt 15.000 Quadratmeter in bester Innenstadtlage. Das Gelände wurde auf einen Wert geschätzt etwa von 70 bis 80 Millionen €. Verkauft wurde es jetzt für 212 Millionen €, also mit größtmöglichem Gewinn. Nein, das ist nicht klasse, Herr Reif. Das ist klasse für ja, damit heizt man die Spekulation an, Herr Boddenberg. Frankfurt, größter Spekulant, ist gerade das Land. Sie ignorieren einmal mehr den dringenden Bedarf an Wohnraum, an bezahlbaren Wohnraum. Ja, warum hat man denn das Gelände nicht genutzt, damit die Dassauische Heimstätte dort bezahlbaren Wohnraum baut? Warum denn nicht? Und dann brüstet sich der Finanzminister stolz damit, dass man mit dem Verkauf rund 212 Millionen € eingenommen hat und dass der Investor zugesagt habe, 30% geförderten Wohnungsbau zu errichten. Das heißt, auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums wird wieder in erster Linie Büroraum entstehen, Hotels und Luxuswohnungen. Von den 40% Wohnbebauung auf dem gesamten Gelände sollen nur 30% geförderte Wohnungen sein. Das sind gerade einmal 150 Wohnungen auf 100.000 Quadratmeter Geschossfläche. Und diese geförderten Wohnungen die werden auch noch nach 15 Jahren aus der Sozialbindung fallen. Und wie teuer die frei finanzierten Wohnungen werden, ja, und da ist genau die Frage, wer freut sich darüber, wie teuer die frei finanzierten Wohnungen werden, das ist doch bei diesem horrenden Kaufpreis doch, ist doch völlig klar. Der Investor könnte auch ein barmherziger Samariter sein. Aber wenn man sich überlegt, wie viel er nehmen müsste, um allein den Kaufpreis wieder reinzubekommen, ohne dass er irgendwelchen Gewinn macht, und ich glaube nicht, dass dieser Investor geplant hat, keinen Gewinn zu machen, alleine um den Verkaufspreis wieder reinzubringen, müsste man Quadratmeterpreise von weit über 10.000 € verlangen. Was Sie machen, ist, die Bodenspekulation anzuheizen, und damit treiben Sie die Preise weiter in die Höhe. Und die für Wohnraum zuständige Ministerin Frau Hinz hat ja die Allianz für Wohnen in Hessen ins Leben gerufen. Und dann hat sie eine Broschüre veröffentlicht mit Vorschlägen, wie mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, herausgegeben vom Ministerium. Darin enthalten sind Handlungsempfehlungen für die Kommunen. Und Frau Ministerin, ich habe das hier schon einmal gesagt, auf Seite 14 dieser Broschüre heißt es, Zitat, in der kommunalen Praxis herrscht vielfach noch die Grundstücksvergabe nach Höchstpreis vor. Dies geht häufig zulasten der Qualität der Wohnprojekte. Die Kommunen sollen daher verstärkt über die Prinzipien der Konzeptvergabe aufgeklärt werden. Frau Ministerin, vielleicht könnten Sie bei der Aufklärung direkt bei Ihrem Sitznachbarn, nämlich dem Finanzminister, anfangen. Vielleicht können Sie den Finanzminister einmal darüber aufklären, was die Vorteile der Konzeptvergabe sind. Vielleicht können Sie mal den Finanzminister darüber aufklären, dass man nicht den höchstmöglichen Preis erzielen sollte, sondern auf die Wohnqualität achten sollte. Sie empfehlen den Kommunen, dass sie Grundstücke zu einem festen Grundstückspreis vergeben sollen. Entscheidend sollen Kriterien wie Wohnqualität und soziale Mischung sein und nicht der höchste Preis. Zitat: Auf Seiten der Kommunen sollen Konzeptvergaben anstelle von Höchstpreisvergaben gängige Praxis werden. Das empfiehlt die Landesregierung den Kommunen. Bei den eigenen Grundstücksverkäufen treiben Sie die Preise in die Höhe. Und an der Gesamtfläche, von der ich gesprochen habe, sind das gerade einmal 12% geförderter Wohnraum. Herr Caspar, ich komme, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann können Sie gerne die Frage stellen. Ich möchte nur gerade an der Stelle weitermachen. Angesichts der dramatischen Wohnungssituation, vor allem im Ballungsgebiet Rhein-Main, ist das unverantwortlich. So treibt man die Grundstückspreise immer weiter in die Höhe. Und ich sage einmal, es gibt ja Städte, die auch zeigen, dass es anders geht. In Münster zum Beispiel, da habe ich jetzt gehört, in Münster werden feste Preise bei der Vergabe festgelegt. Und dann geht das Grundstück an den Investor, der am meisten öffentlich geförderte Wohnungen bietet. So kann man das auch machen. Das ist das Konzept der Konzeptvergabe. Und jetzt legen Sie ein Gesetz über ein Sondervermögen vor, das die Verwendung der nun eingenommenen Mittel regeln soll. Und da fragen wir uns natürlich auch, warum überhaupt ein Sondervermögen? Warum? Warum machen Sie das dann am Haushalt vorbei? Kollege Schmidt hat es ausgeführt, gegen die Bedenken des Rechnungshofes. Und nun ist es nur, weil Ihr
Ihr Fachmann für Recht und Gesetz, Herr Arnold, jetzt heute hier wortreich. Wie bitte? Steht mir nicht die Überheblichkeit. Da, weil Sie das wortreich hier erklärt haben, ich meine, ich bin immer vorsichtig, aber ich meine, juristisch haben Sie sich ja auch ab und zu mal ein bisschen geirrt. So. Also, nur weil Sie das hier wortreich alles vorgetragen haben, heißt das nicht, dass unsere rechtlichen Bedenken ausgeräumt sind. Aber die politischen sind natürlich in erster Linie die, über die ich hier reden möchte. Und ich meine, da ist ja auch die Frage, warum überhaupt die Universitätsbibliothek daraus bezahlt wird. Warum denn? Da gibt es überhaupt keinen Sachzusammenhang. Also, warum ein Sondervermögen, warum die Universitätsbibliothek? Und dann sagen Sie, Sie wollen den Erlös unter anderem in Sozialwohnungen investieren. Und jedes Mal, wenn wir hier fordern, in den Haushaltsberatungen, dass mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben werden muss, dann erklärt uns die Ministerin, Geld sei ja gar nicht das Problem. Es gäbe einfach nicht genug Flächen. Und dann verkaufen Sie 15.000 Quadratmeter in bester Innenstadtlage, angeblich, um mit dem Geld Wohnungen zu bauen, für das Sie überhaupt keine Flächen haben, Frau Ministerin. Das ist doch absurd. Wo wollen Sie denn die Wohnungen bauen? Wo sollen die denn gebaut werden? An den Rändern der Stadt, während in den innerstädtischen Lagen immer weiter Hotels, Büros und exklusive hochpreisige Wohnungen gebaut werden? Mit dieser Politik bekämpfen Sie doch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht. Sie verschärfen ihn, indem Sie eben Grundstücke, die dem Land gehört haben, wie der Campus Bockenheim oder jetzt das Polizeipräsidium, indem Sie die verkaufen, nehmen Sie sich doch die Möglichkeit, hier wirklich selber Einfluss zu nehmen. Sie nehmen sich genau die Flächen, bei denen Sie sich danach beschweren, dass Sie sie nicht haben, um Sozialwohnungen zu bauen. Und die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist doch in vielen Teilen dramatisch. Jedes Jahr fallen mehr Wohnungen aus der Sozialbindung als neue entstehen, und die Zahl der Anspruchsberechtigten steigt jedes Jahr. Und deshalb, wer die Spekulation mit Boden einschränken will, der darf selber nicht so agieren. Und ich finde, die Geschichte des Polizeipräsidiums, die zeigt doch, wie irre diese Entwicklung der Bodenpreise ist. Ein Grundstück, das 15 Jahre lang einfach nur leer steht, verdreifacht seinen Marktpreis. Das fatale Signal ist, Leerstand lohnt sich. Wer in Frankfurt sein Gebäude leer stehen lässt, der kann damit Spekulationsgewinne machen, noch und nöcher. Und die Leidtragenden sind die Menschen, die in Frankfurt keine bezahlbare Wohnung finden. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass diese Bodenwertsteigerungen abgeschöpft und eingedämmt werden. Statt Investoren den roten Teppich auszurollen, brauchen wir endlich mehr geförderte Wohnungen. Und dazu darf das Land nicht immer weiter Grundstücke verkaufen. Vielen Dank. Danke. Herr Kollege Caspar, ich erteile das Wort eine Zwischenfrage. Frau Wissler, hilft es Ihnen bei Ihren Überlegungen, wenn ich Ihnen erläutere, dass die Konzeptvergabe von kommunaler Seite gemacht werden kann, aber nicht von Landesseite, weil die Kommune ja diejenige ist, die über das Baurecht eines Grundstücks verfügt und hier im konkreten Fall die Stadt Frankfurt ja einen rechtskräftigen Bebauungsplan gemacht hat, mit dem sie genau ein Konzept gemacht hat, nämlich was dort auf dem Grundstück gebaut werden kann und nicht über die Möglichkeit der Bebauung das Land entschieden hat oder entscheiden kann. Ja, vielen Dank für die Frage, ob mir das hilft, Herr Caspar. Es gilt für viele Erläuterungen Ihrerseits. Es hat mir nicht geholfen, und auch diese Erläuterung hat nicht geholfen. Wenn das die Frage war, kann ich sie kurz und bündig beantworten. Aber da ich noch eine Minute Redezeit habe, werde ich sie nutzen. Und deshalb, Herr Caspar, erstens ist es so, dass ich gar nicht bestreiten will, dass auch die Stadt Frankfurt eine schlechte Wohnungspolitik macht. Aber Sie wissen auch, wer dort seit vielen Jahren regiert, und dass es sehr ähnliche Farben sind, die auch im Land regieren. Also von daher, die Kritik an der Wohnungspolitik der Stadt Frankfurt, die teile ich auf jeden Fall. Aber die Frage ist doch, ob man den Kommunen überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man eben auf Grundstücken eine sinnvolle Bebauung machen kann. Und die Möglichkeit haben Sie doch der Stadt Frankfurt überhaupt nicht gelassen. Es ist doch nicht so, dass die Stadt Frankfurt gesagt hätte, wir wollen damit nichts anderes machen, sondern es gab ja gerade den Streit. Und deshalb finde ich das ein bisschen, also jetzt quasi so zu tun, als wollte die Stadt Frankfurt, dass sie das Höchstbieten verkaufen, damit da wieder neue Hotels entstehen. Das war in diesem Fall ja mal nun nicht so. Aber grundsätzlich, wie gesagt, würde ich sagen, Stadt und Land, das ist eine ganz gute Kooperation im Thema schlechte Wohnungspolitik. Da haben Sie schon recht.
Das Wort hat Frau Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit diesem Gesetz und dem Sondervermögen wollen wir die Mittel aus dem Verkauf des alten Polizeipräsidiums für zwei wichtige Bereiche zur Verfügung stellen. Einmal rund 100 Millionen € für den Bau einer neuen Universitätsbibliothek in Frankfurt und mehr als 100 Millionen € für den Wohnungsbau in Frankfurt und in der näheren Umgebung von Frankfurt. Das sind zwei wichtige Herausforderungen, die anstehen, gerade dort in Frankfurt und der Region. Dass der Herr Schmidt hier sagt, das sei ein Konflikt von Schwarz-Grün gewesen, und dann hätte man sich verständigt, dass man da jeweils die Hälfte Geld nimmt und für ausgibt, zeigt, wie die SPD denkt. Also, das ist SPD-Denke, wie Politik gemacht wird anscheinend. Das finde ich schon einigermaßen erstaunlich. Wir sagen, es gibt zwei wichtige Punkte, gerade für die Stadt Frankfurt und die Universitätsbibliothek könnte in den nächsten Jahren weder geplant noch gebaut werden, wenn es nicht das Geld dann aus dem Erlös des Polizeipräsidiums gäbe bzw. das Geld, das im Sondervermögen dafür zur Verfügung gestellt wird. Das sollten Sie vielleicht einmal zur Kenntnis nehmen. Meine Damen und Herren, mit der Gründung des Sondervermögens stellen wir sicher, dass die Mittel langfristig für die vorgesehenen Zwecke zur Verfügung stehen. Wir können mit dem Liegenschaftsfonds, der eingerichtet wird, Grundstücke erwerben, verwalten und dann in Erbpacht vergeben, Frau Abg. Wissler. Das halte ich schon für eine langfristige Investition, weil auch aus dem Erbpachtvermögen geht ja wieder etwas zurück an den Liegenschaftsfonds. Das heißt, es ist auch eine nachhaltige Investition. Und natürlich werden wir, gerade was die neuen Grundstücke angeht, die sollen ja auch baureif dann gemacht werden, relativ schnell, was teilweise ja zurzeit nicht passiert. Aber da setzen wir sozusagen auf die Kooperation zwischen Land und den Kommunen, auf die wir dann zugehen werden, und eine entsprechende nachhaltige Investition. Ich will nur einmal deutlich machen, worauf es hier wirklich ankommt und was sozusagen das Ziel dieser ganzen Maßnahme ist, weil wir nämlich mit dem Paket mehr Wohnungen fördern können und darstellen können, als auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums jemals möglich gewesen wären, plus Schulturnhalle, plus Kindertagesstätte. Und das ganz nach dem Wunsch der Stadt Frankfurt. Wir richten uns nach dem Wunsch, nach den Forderungen der Stadt Frankfurt, die gesagt hat, 30% geförderter Wohnungsbau, eine Schulturnhalle, eine Kindertagesstätte. Und genau so wird es stattfinden. Und die Stadt Frankfurt will ja auch den Bebauungsplan entsprechend so gestalten. Und wir warten darauf, dass das jetzt beginnt, damit dann auch entsprechend die Wohnungen entstehen können. Auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums sind 500 Wohnungen geplant. 850 können über das Sondervermögen entstehen, davon bis zu 575 geförderte Wohnungen, also insgesamt 1.350 Wohnungen und 40% mindestens sozial geförderter Wohnraum. So viel hätte auf dem Gelände nie gebaut werden können, Frau Wissler. Das sollten Sie endlich einmal verstehen. Ich möchte aber auch noch einmal inhaltlich weiter auf den Gesetzentwurf eingehen, weil er adressiert ja noch weitere Probleme, mit denen die Stadt Frankfurt und die Region zu kämpfen hat. Also, wir wollen mit Mitteln des Landes Grundstücke ankaufen, in Erbpacht vergeben, aber wir wollen vor allen Dingen auch noch ein nachhaltiges Wohnumfeld schaffen. Das ist wichtig. Viele Kommunen
gestalten ja die Bauflächen gar nicht baureif und verkaufen sie nicht, wollen sie nicht, weil sie nicht wissen, wie sie die soziale und grüne Infrastruktur herstellen wollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir dafür Geld jetzt in die Hand nehmen können und die Kommunen unterstützen, die soziale Infrastruktur wie Kitas und Spielplätze tatsächlich zu finanzieren. Weil das ist Stadtentwicklung, wie wir sie brauchen. Wir brauchen mehr als ein Dach über den Kopf und mehr als Glas, Stahl und Beton. Wir brauchen lebenswerte Wohnquartiere, und dafür wollen wir das Geld ausgeben. Die nachhaltigen Quartiere werden also finanziert, und genauso das, was immer wieder gefordert wird, nämlich der Erwerb von Belegungsrechten, damit die Wohnungen, die zurzeit in der Bindung sind und die langsam rausfallen, dass wir die in der Bindung halten können. Auch hier wieder 5 Millionen € mehr. Bis zum Jahr 2020 haben wir damit 17 Millionen € zur Verfügung. 17 Millionen €, das gab es im Lande Hessen auch noch nie, für den Erhalt von sozial gefördertem Wohnraum. Darüber hinaus den Erwerb von Genossenschaftsanteilen für Geringverdiener. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass die nicht immer durch den Rost fallen, und natürlich die Beratungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen. Die Kollegin Förster-Heldmann ist darauf eingegangen. Also, ich will noch einmal die Quintessenz deutlich machen des Inhalts dieses Sondervermögens für den Wohnungsbau. Mehr sozial geförderter Wohnungsbau, mehr soziale Infrastruktur und grüne Infrastruktur, mehr Belegungsrechte, mehr genossenschaftliches Wohnen und gemeinschaftliches Wohnen. Ich weiß gar nicht, was Sie daran kritisieren, meine Damen und Herren. Und ein letztes zu der Meinung des Rechnungshofs, die er in der Anhörung vorgetragen hat. Er hat seine Position dargestellt. Die Landesregierung hat eine andere Position, und die deckt sich mit der Staatspraxis in der gesamten Bundesrepublik. Und vielleicht darf ich gerade auch der SPD und der FDP mal vor Augen führen, jedenfalls gedanklich, dass auch im Bundestag so gearbeitet wird. Es gibt ein Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe, also 2013, da war ich sogar noch im Haushaltsausschuss, 24.06.2013, ein Sondervermögen wegen der Hilfe der Flut damals, Überschwemmung und Flut. Da haben weder FDP noch die SPD irgendeinen Anstoß dran genommen im Bundestag, das sogar. Nein, die Grünen waren auch dabei. Die Grünen, nur die Linke nicht. Insofern verstehe ich Ihre Aufregung heute hier gar nicht. Wir handeln so, wie andere Parlamente auch handeln. Und ich glaube, es ist ein gutes Recht auch des Hessischen Landtages, entsprechend Sondervermögen per Gesetz zu beschließen, und die werden dann hinterher in den Haushalt wieder eingearbeitet. Insofern ist es dann auch Geld aus dem Haushalt. Man kann so handeln, wie andere Länder das auch tun, und vor allen Dingen für den guten Zweck Universitätsbibliothek und Wohnungsbau in Frankfurt und Region. Ich glaube, das lohnt sich. Meine Damen und Herren, es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Debatte in der zweiten Lesung abgeschlossen. Ich rufe auf zur Abstimmung, wer dem Gesetzentwurf in der zweiten Lesung zum Gesetz über das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main Wohnraum und Wohnraumförderung, Drucksache 19/6681 und Drucksache 19/6296, seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Das sind die anderen Fraktionen des Hauses. Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf
und die Frau Öztürk. Schön, dass ich das noch. Ich habe guten Nachbarn. Okay. Dann stelle ich fest, dass mit den Stimmen von CDU und von den GRÜNEN gegen die Stimmen der übrigen Mitglieder des Hauses dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen worden ist und jetzt zum Gesetz erhoben wird. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass die heute Morgen oder Mittag angedrohten Ausschusssitzungen nicht stattfinden, sodass wir jetzt den Abend beschließen können. Ich weise noch einmal auf den Parlamentarischen Abend der Ingenieurkammer Hessen hier im Restaurant hin. Und um 20 Uhr beginnt der entsprechende Abend der Lufthansa. Schönen Abend, bis morgen früh.